In diesem herrschaftlichen Gebäude dreht sich alles von früh bis spät um den Gesang und die Musik. Gesangslehrer Tim Steckelis, freiberuflicher Dozent und somit Honorarkraft an der Musikschule Neumünster, bangt um seine Existenz, da es sein kann, dass die Bildungseinrichtung in freier Trägerschaft schließen muss. Da müsste man sich zusammentun und irgendwo einen Raum mieten. Dann wäre ich auch wirklich so selbstständig, wie das gerne die Rentenversicherung hätte. Aber dann sind auch die ganzen Schulen weg. Man muss sich vorstellen, die ganze Kultur, was da dran hängt, ist alles im Eimer, muss man ganz ehrlich sagen. Und das wäre natürlich fatal. Also, und ich würde es auch als ein Armutszeugnis von dem Staat und der Stadt empfinden, wenn das passiert. Nicht nur bei den betroffenen Musikdozenten, sondern auch bei den Schülerinnen und Schülern ist die Verunsicherung groß. Ich finde, es gehört auch einfach so schon zur Stadt dazu. Und dann ist hier in der Münze ja fast gar nichts mehr, auch wenn die Musikschule auch nicht mehr da ist. Genau, auch die ganzen Veranstaltungen, die dann nicht mehr stattfinden, das fände ich schon sehr, sehr schade. Aktuell nutzen knapp 1200 junge Talente das außerschulische Bildungsangebot. Sie alle wollen, dass es hier weitergeht. Mein Wunsch ist natürlich von allen jetzt mitwirkenden Kräften, dass alle zusammen versuchen, eine Lösung zu finden, die aber nachher auch für alle funktioniert. Und natürlich kann ich als Schüler immer nur sagen, dass ich mir von Herzen wünsche, dass diese Musikschule bestehen bleibt und dass ich einfach weiter hier Musik machen kann. Dafür will sich auch der Leiter der Musikschule Neumünster einsetzen. Schnell muss ein Finanzierungskonzept her, das eine Festanstellung von Honorarkräften ermöglicht, ohne dass der Trägerverein die Gebühren für die Schulungsangebote erhöhen muss. Das wollen wir nicht. Musik, Kultur soll allen zugänglich gemacht werden. Und das bedeutet, dass jetzt die Stadt Neumünster, aber auch das Land in die Socken kommen muss. Der Trägerverein der Musikschule verfügt über einen zu geringen Vereinsetat. Schon in der Vergangenheit steuerte daher die Stadt Neumünster Geld bei. 60.000 Euro pro Jahr. Aber das wird künftig nicht ausreichen. Die Stadt kann das unterstützen, indem sie ihren Zuschuss erhöht. Das ist aus Sicht der Musikschule sehr nachvollziehbar. Die Entscheidung muss aber die Ratsversammlung treffen. Vor Juli wird es keinen verbindlichen Entscheid geben. So wird befürchtet, dass bis dahin viele der zurzeit 42 Dozentinnen und Dozenten abwandern, also Festanstellungen außerhalb Neumünsters annehmen könnten. Wir haben Dozenten, die arbeiten in Kiel, in Lübeck und in Neumünster. Und natürlich arbeiten alle Schulen gerade an der Umsetzung dieser Scheinselbstständigkeitsproblematik. Und die Dozenten bekommen Angebote für Festanstellungen nach TVÖD. Und es ist natürlich klar, am Ende werden die sich für die Musikschule entscheiden, wo sie vielleicht am glücklichsten sind, aber wo sie natürlich auch eine gute Konditionen bekommen. Gesangslehrer Steckelis würde gern in Neumünster weiterarbeiten, hofft auf eine Festanstellung nach jahrzehntelanger Freiberuflichkeit.